Ja, danke auch für die Einladung und für die Möglichkeit, dass ich hier sprechen darf. Mein Name ist Robert Marschall. Ich bin der Obmann der EU-Austrittspartei und war gleichzeitig Spitzenkandidat des Wahlbündnisses EU-Stopp. Wir sind bei der letzten EU-Wahl halt angetreten und sind jetzt bundesweit, österreichweit, sechstgrößte Partei, hat uns sehr gefreut. Also offensichtlich ist unser Programm, unsere Inhalte doch so gut, dass wir auch drei andere Parteien überholen haben können. Heute ist aber was anderes das Hauptthema, nämlich insgesamt, wie schaut es mit dem Frieden aus? Wir sind der Auffassung, die EU ist keine Friedensunion. Warum ist die EU keine Friedensunion? Weil eine Friedensunion keine Angriffskriege führen würde. Und die EU führt Angriffskriege. Nicht Libyen hat die EU angegriffen. Nein, es waren EU-Länder gemeinsam mit Amerika, die Libyen angegriffen haben. Das wollen wir nicht. Wir wollen das nicht. Unser Friedenskonzept ist die Neutralität und nicht eine EU-Armee und nicht die NATO und schon gar nicht Angriffskriege. Man sollte auch nicht vergessen, wer dafür verantwortlich ist. Nämlich die SPÖ-ÖVP-Bundesregierung und da in allererster Linie der damalige Verteidigungsminister Darabos und der Bundespräsident Heinz Fischer, die können sich da nicht aus ihrer Verantwortung herausstellen. Die sind verantwortlich und die haben dafür zu sorgen, dass die Neutralität, die nach wie vor in Österreich in Gesetzeskraft ist, die auch immerwährende Neutralität heißt, dass die einzuhalten ist. Und was machen die? Die ignorieren sie und die Neutralität wird wirklich mit Füßen getreten in Österreich und wir wollen uns das nicht mehr gefallen lassen. Deshalb ist ja auch beim Wahlbündnis EU-Stopp das Thema Neutralität im Listennamen, in der Bezeichnung drinnen gestanden, damit es wirklich unmissverständlich auch am Stimmzettel oben gestanden ist. Und ich glaube, das hat einen gewissen Erfolg gehabt. Was bedeutet für uns Neutralität? Wir verstehen unter Neutralität, dass keine österreichischen Soldaten im Ausland eingesetzt werden und keine ausländischen Soldaten in Österreich. Die wenigsten wissen, dass es Militärübungen gibt, zum Beispiel die EURAT 2010 in Allensteig. Da haben französische und deutsche Kampfpanzer in Niederösterreich den Panzerkrieg geübt. Glaubt man gar nicht. Die haben allen Ernstes in Allensteig den Panzerkrieg geübt. Und es geht weiter, dass beispielsweise am Nationalfeiertag am Heldenplatz ausländische Soldaten, auch deutsche, kroatische, alle möglichen von EU-Ländern, ihre Waffensysteme ausstellen, Werbestände dort haben, am österreichischen Nationalfeiertag, das muss man sich mal vorstellen. Also wir haben doch, also gerade am Nationalfeiertag wurde gefeiert, dass der letzte russische Soldat am Tag davor Österreich verlassen hat. So, und dann laden die SPÖ und ÖVP-Bundesregierung ausländische Soldaten mit ihren Vertretern, mit ihren Kontingenten ein, am Heldenplatz sich zu präsentieren und Soldaten anzuwerben. Also es ist wirklich derartig unfassbar, man ist fast sprachlos. Gut, wir haben beschlossen, wir wollen dem nicht tatenlos zusehen. Wir haben auch beschlossen, vielleicht ist es eine recht gute Idee, dass man bei einer Wahl antritt, obwohl man natürlich als sehr kleine Fraktion fast chancenlos ist. Wir kommen keine Parteiförderung, kein Steuergeld und gar nichts. Aber wir haben Leute dabei, die überzeugt sind, dass was zu tun ist, und zwar auf demokratischem Weg was zu tun ist. Wir wollen keine Revolution oder Sonstiges, wir wollen einen friedlichen, demokratischen Widerstand leisten gegen diesen ganzen Irrsinn, der da abläuft. Zu dieser immerwährenden Neutralität Österreichs gehört auch, dass man sich in fremde Kriege nicht einmischt. Und aus diesem Grund sind wir auch gegen Sanktionen gegen Russland. Russland hat Österreich nicht angegriffen.
Warum soll jetzt Österreich Sanktionen gegen Russland verhängen? Und der vorgegebene Grund, dass die Russen dass diese Passagiermaschine MH17 abgeschossen wurde, ja, mittlerweile stellt sich heraus, dass das weder die Separatisten noch die Russen waren, sondern höchstwahrscheinlich ukrainische Kampfflugzeuge. Kampfflugzeuge haben die Passagiermaschine abgeschossen, nicht der Putin oder sonst irgendwer. Die wollen immer den Putin das in die Schuhe schieben. Und was auch die meisten vergessen haben, wisst ihr, was einen Tag nach dem Abschuss dieser Passagiermaschine passiert ist? Wisst ihr das noch? Die Israelis sind im Gaza einmarschiert. Und die ganzen Medien waren beschäftigt damit zu berichten, was jetzt mit dieser abgeschossenen Passagiermaschine in der Ukraine los ist. Und völlig, wie soll man sagen, vernachlässigt wurde, mit wie vielen Panzern und mit welchem militärischen Gerät da im Gazastreifen einmarschiert wurde und dort, wie soll man sagen, ein weiterer Konflikt herrscht, also ich würde schon fast sagen, ein Krieg ausgebrochen ist. Also wir wollen diese Sanktionen gegen Russland nicht, sie bringen nichts, wahrscheinlich provozieren sie sogar noch einen Krieg und gleichzeitig schaden sie unserer Wirtschaft. Also das passt von hinten und vorn nicht. Und insbesondere, es passt nicht zusammen mit der immerwährenden Neutralität Österreichs. Man kann dieses Thema noch weiterspinnen, und indem man sagt, die EU ist ja nicht nur eine Militärunion, sondern aufgrund dessen, dass sie hauptsächlich für Konzerne und Banken da ist, gefährdet sie den sozialen Frieden. Und zwar in einem ganz extremen Ausmaß. Die Arbeitslosenzahlen steigen und steigen in allen Ländern. In Österreich sind schon ca. 400.000 Menschen arbeitslos. Nur wenn wir uns anschauen, wie diese Massenarbeitslosigkeit in Griechenland ist, in Portugal, in Spanien ist, wie die Unruhen in Frankreich weitergehen, da muss man doch zur Kenntnis kommen, die EU ist keine Friedensunion. Es ist eine Unfriedensunion, und das beginnt bei sozialen Unfrieden und geht bis zu militärischen Angriffskriegen. Das wollen wir nicht. Ja, also von meiner Seite her wäre es das Wichtigste, also ich hoffe dadurch, dass ja doch sehr viele Leute auch da sind, für dieses doch sehr kühle Wetter, überraschend viele, würde mich auch interessieren, wie Ihre Stellungnahme dazu ist, wie Ihre Sicht der Dinge ist. Ja, Frage. Welcher österreichische Soldat hat Libyen angegriffen, war die Frage. Angegriffen nicht, aber Österreich war Teil dieses Angriffskrieges. Österreichische Soldaten waren dabei. Haben Sie das nicht mitbekommen? Na, die haben das ohne Kriegserklärung gemacht. Sie werden es vielleicht aber schon im Fernsehen mitbekommen haben, dass die Libyen in Schutt und Asche geleckt haben. Sie meinen, die Libyer haben selbst Libyen zerstört. Also ich kann Ihnen sagen, es waren amerikanische Kampfbomber, teilweise sind die von Italien aus gestartet, teilweise von Frankreich, teilweise von Flugzeugträgern. Österreich war auch dabei. Österreich war nicht an den Kampfhandlungen beteiligt, aber war trotzdem Teil dieser EU-Truppe. Das heißt am besten, man sollte einfach wegschauen, wenn in der Welt was Schlechtes passiert. Wegschauen. Wegschauen klingt sehr negativ, aber... Zum Beispiel, wenn wir jetzt über Russland reden, wenn sich Russland die Krim schnappt von der Ukraine, dann am besten wegschauen, weil ist ja nicht unseres. Wir bleiben da in einer kleinen Insel und haben... Wollen Sie vielleicht Ihre Frage auch ins Mikro sagen, dann verstehen es alle. Dann wissen alle, was Ihre Frage ist, und ich kann umso besser darauf antworten. Bitte. Aber gerne. Das heißt, wenn es jetzt richtig sieht, geht es primär einfach darum, wir brauchen jetzt eine kleine Insel, gehen aus der EU raus und sind glücklich. Passt das so weit? Ich antworte. Also eine glückliche Insel, das gefällt mir schon mal sehr gut. Wir wollen, dass Österreich eine Neutralität hat nach dem Vorbild der Schweiz. Das ist einmal ein ganz einfacher... Moment, es kommt noch ein zweiter Punkt. Immerwährende Neutralität nach dem Vorbild der Schweiz. So steht es auch schon im Neutralitätsgesetz drinnen.
Und ich glaube, dass Österreich bis 1995, dass es uns sehr gut gegangen ist. Und die Neutralität ist wirklich ein Friedensprojekt. Für uns wäre es sehr wünschenswert, wenn die EU eine Friedensunion wäre. Dann müsste sie sich eigentlich auch für neutral erklären. Dann müsste sie auch auf Angriffskriege verzichten. Und weil diese EU nicht auf Angriffskriege verzichtet, können Sie schon erkennen, dass es eben keine Friedensunion ist, sondern eine Militärunion. Das heißt, wir haben jetzt einen Angriffskrieg von der EU, der was von amerikanischen Maschinen geführt wird. Das heißt, die Amerikaner sind ein Teil der EU. Wir treten mal aus der EU aus. Unser größter wirtschaftlicher Partner ist Deutschland. Wir wollen hier nicht aus der EU auftreten. Das heißt, wir werden dann wieder, einmal, was machen wir dann wieder? Schilling wieder zurück? Ja, warum nicht? Da machen wir die Grenzen wieder dicht, da bleiben wir wieder ein paar mehr. Ich meine, es ist zwar grundsätzlich nett, aber ich höre immer nur, wir sollen aus der EU austreten. Was ändert sich dann? Wir spielen dann auch noch auf Schweiz. Die Schweiz zum Beispiel hat jetzt das lustige Problem, die haben abgestimmt, sie wollen zum Beispiel keine Asylanten haben. Das müssen sie jetzt im nächsten Jahr umsetzen. Die Schweiz hat sich mit der EU wirtschaftlich angelegt, da schauen wir an, wie es weitergeht. Und jetzt, unsere Lösung ist einfach austreten. Wie werden wir austreten aus einem Konstrukt, aus dem wir nicht austreten können? Also erstens kann jedes EU-Mitgliedsland aus der EU austreten. Das steht im Vertrag von Lissabon drinnen. Den kennen Sie offensichtlich nicht. Das erste Land, das aus der EU austreten wird, wird nicht Österreich sein. Höchstwahrscheinlich wird es Großbritannien sein und als nächstes dann Frankreich sein. Ich glaube, der Schweiz geht es nicht so schlecht. Also wären wir froh, wenn es uns so gut ginge wie der Schweiz. Es ist auch so, dass Österreich offene Grenzen gehabt hat bis zum EU-Beitritt 1995. EU-Austritt heißt ja nicht, dass die Grenzen dicht sind, wie das manche immer polemisch formulieren. Nein, wir wollen kontrollierte Grenzen haben. Und zwar, was muss man alles kontrollieren? Das beginnt bei den Lebensmitteln. Das beginnt bei den Lebensmitteln, weil wir wissen überhaupt nicht mehr, was in diesen Lebensmitteln drinnen ist. Das fängt an von radioaktiver Verseuchung, geht bis Gentechnik, geht bis Hormone, bis Antibiotika und was der Kuckuck was. Also offensichtlich müssen wir schon mal kontrollieren, was für Lebensmittel da überhaupt nach Österreich reinkommen. Ein Sinn von diesen Grenzkontrollen. Zweiter Sinn der Grenzkontrollen ist natürlich, dass wir auch wissen, welche Leute ein- und ausreisen. Wir wollen nicht, dass dass alle Terroristen ein- und ausreisen können nach Belieben. Das geht aber runter bis kleine Bankräuber aus Italien. Nein, Moment, Sie haben jetzt gefragt, wie das ich ist. Ich kann so auch durchaus lauter reden als Sie mit Mikrofon. Nur im Gespräch. Im Gespräch ist halt schon, da sieht man schon, dass Sie offensichtlich nicht einmal in der Diskussion sehr friedlich sind, weil ich habe Sie auch ausreden lassen. Also wäre es vielleicht fair, wenn Sie mich ausreden lassen. Nur wenn Sie fünf Töpfe aufmachen, muss ich noch fünf. Bitte, ich gebe Ihnen das Wort. Brennt's einmal fertig. Gut, also ich versuche Ihnen zu erklären, dass bis 1995, wo Österreich noch nicht Teil der EU war, ist uns sehr gut gegangen. Wir haben einreisen können, wir haben ausreisen können, die Grenzen waren nicht dicht, sie waren halt kontrolliert. Und wir glauben, dass kontrollierte Staatsgrenzen mehr Vorteile hat als Nachteile. Es ist nämlich viel einfacher, wenn wir die Grenzen kontrollieren, als wenn wir jedes Haus einzeln bewachen müssen. Die Kriminalität nimmt zu in ganz extremem Ausmaß, speziell im Ostraum. Im Süden weiß ich nicht, wie stark es jetzt in Kärnten ist, aber ich kann Ihnen sagen, Burgenland, Niederösterreich, Wien, da geht schon ordentlich zur Sache, teilweise auch im nördlichen Oberösterreich. Also wir brauchen schon einmal deshalb die Grenzkontrollen, um diese Kriminalität, diese internationale Kriminalität zu bekämpfen. Und was sind diese Teile der internationalen Kriminalität? Da gibt es einmal den Waffenhandel. Dann gibt es den Menschenhandel. Menschenhandel in einem ganz. Und dann kommt noch der ganze Drogenhandel dazu. Also ich glaube schon, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, Grenzkontrollen durchzuführen. Die ordnungsgemäß ein- und ausreisen wollen, die haben natürlich nach wie vor die Möglichkeit. Aber was wir nicht wollen, wir wollen keinen Waffenhandel über die Grenze drüber haben, wir wollen den ganzen Drogenhandel und das wollen wir alles nicht. Also Sie können mir doch nicht sagen, dass Grenzkontrollen was Schlechtes sind. Das sage ich ja nicht, nur wenn man jetzt eine Grenze kontrolliert und da reist jetzt jemand ein, dann hat er sicher mal ein großes Pickel drauf, ich Terrorist. So viel haben wir zum Thema kontrollieren. Zweitens, wenn man es jetzt dann einmal hernimmt,
ist ja alles okay, kann man ja grundsätzlich machen. Wir kontrollieren jetzt auch noch unsere Grenzen. Der einzige Unterschied ist, wir machen keine Polizeistaat. Also wenn man sich anschaut, wer macht denn die ganze Überwachung? Ja? Also ausgerechnet die EU macht diese Bürgerüberwachung. Da haben wir gerade darum kämpfen müssen, dass diese ganze ACTA-Bestimmungen und so, die ganze Internetüberwachung, Telefonüberwachung und so, Vorratsdatenspeicherung wurde das sogar genannt. Ja? Das heißt, sie wurden so überwacht, dass nicht nur die Daten kontrolliert wurden, sondern diese Daten wurden sogar aufgezeichnet, damit man sie jederzeit wieder herausholen kann. Und das war eine EU-Vorgabe. Und da hat zum Beispiel auch die Piratenpartei, es waren ja andere Parteien auch, da haben ganz viele mitgemacht, damit wir diese Vorratsdatenspeicherung, die sich ja gegen unbescholtene Bürger gerichtet hat, abwehren können. Also ich glaube, dass die EU, ich meine, man müsste einmal umgekehrt fragen, hat diese EU überhaupt irgendwas Positives bewirkt? Also bis jetzt merke ich ja nur mehr negative Sachen. Statt der stabilen Schilling-Währung haben wir jetzt den Teuro. Alles wird teurer und teurer und teurer. Und deshalb, höchstwahrscheinlich wird die EU sogar an der Euro-Währung zerbrechen, und zwar deshalb, weil sich nämlich die EU-Mitgliedsländer an die Maastricht-Kriterien überhaupt nicht halten. Österreich hält sich auch nicht dran. Österreich hat in keinem einzigen Jahr noch die Maastricht-Kriterien, die interessanterweise heißen Maastricht-Kriterien für eine stabile Währung. Ja, und jetzt müssen wir den Euro dauernd retten, weil er so marod ist. Also beispielsweise gehört dazu, dass die Staatsverschuldung maximal 60% vom Bruttoinlandsprodukt betragen darf. Österreich ist jetzt, glaube ich, schon bei 87%. Deutschland hat auch die Maastricht-Kriterien schon gebrochen. Ne? Also es sind nicht immer nur die Griechen und die Italiener und die Spanier, die Staatsverschuldung in die Höhe treiben. Und das in Summe wird auch zu schweren sozialen Unruhen führen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Und zwar deshalb, wenn es mit dem Wohlstand bergab geht, wenn es immer mehr Arbeitslose geht, irgendwann gehen die Leute auf die Straße und dann wird es höchstwahrscheinlich gewalttätig. Wie können wir das verhindern? Aus unserer Sicht wird es nur gehen, indem Österreich wieder aus der EU austritt. Autark werden in sehr vielen Bereichen, im Energiebereich, im Lebensmittelbereich, wieder eine eigenständige Währung haben, wieder eine eigenständige Währungspolitik machen können, die für unsere Wirtschaft bestens geeignet ist und uns nicht irgendeine Währungspolitik diktieren lassen von der EZB, wo man überhaupt nicht weiß, wer da dahinter steht und mit welchen Zielen die vorgehen. Und ja, also ich glaube, in Summe wird der Wohlstand in Österreich wieder sehr, sehr stark steigen können. Und zwar auch deshalb, weil österreichisches Steuergeld dann wieder in Österreich bleibt. Es ist nichts anderes mehr als die Provinz von US-Staaten New York bei der Weltzentralbank in Ja, das ist auch ein guter Einwand. Wie selbstständig und souverän ist eigentlich die EU? Wird nicht die EU auch schon wieder ferngesteuert von Amerika? Und bei Amerika weiß man gar nicht, wer da alle dahinter steckt. Also diese Fernsteuerung, ist das dann der Pentagon? Ist das die Wall Street? Ist das Hollywood? Oder ist das überhaupt alles zusammen? Die Rockefellers? Rothschilds? Wer bietet mehr? Was haben wir noch? Übrigens, Kleinspun ist ja tot giftig. Ist ja dünneres Gift als Kleinspun. Ich hätte die Frage, wie du das siehst, wenn Staaten oder Regionen in Staaten eigenständig werden wollen, also zum Beispiel Schottland, Teile von Spanien, wie das dann außerhalb von der EU gestaltet sein soll. Ob das dann jedem Land überlassen ist, dann wieder das nicht zuzulassen, oder ob das vielleicht im EU-Kontext doch möglich ist. Das heißt, die EU als Experiment ist vielleicht teilweise fehlgeschlagen, aber teilweise bewirkt sie natürlich auch andere Effekte, und es wäre vielleicht gescheiter, in der EU zu bewirken, wie du schon sagst, dass die EU vielleicht neutral wird,
und dass man in der EU die Problematiken vielleicht anders und besser angehen könnte. Wie stehst du dazu? Also wahrscheinlich wissen es ja nicht alle, ich war ja 1994 sogar für den EU-Beitritt Österreichs. Ich habe dem geglaubt, was sie uns damals versprochen haben. Da hat es unter anderem geheißen, die Neutralität bleibt, der Schilling bleibt, Österreich hat ein Vetorecht, nichts kann gegen unsere Interessen entschieden werden. Uns wurde der Euro, der Tausender, der EDRA Tausender versprochen. Ist der irgendwo angekommen bei Ihnen? Nein. Habt ihr irgendwer an EDRA Tausender bekommen? Also ich habe auch sehr vielen Versprechungen damals geglaubt, habe gehofft, dass das im Wesentlichen eine Wirtschaftsunion ist, die den Wohlstand in Europa erhöhen wird. Hätte mir nicht gedacht, dass das derartig in militärische Komponente geht. Hätte mir auch nicht gedacht, dass sie den Schilling abschaffen ohne Volksabstimmung. Hätte mir nicht gedacht, dass sie die ganze Osterweiterung machen ohne Volksabstimmung. Also man merkt, diese EU ist an sich eine sehr undemokratische Union. Da gibt es keine Volksabstimmungen. Und wenn in gewissen Ländern Volksabstimmungen durchgeführt werden, wie in Holland oder in Frankreich, die haben sich nämlich mehrheitlich dann gegen den Lissabon-Vertrag beispielsweise ausgesprochen, dann haben die das einfach ignoriert. Die sind über die Volksabstimmungen drüber gestiegen. Und wenn eine Volksabstimmung dagegen ausgeht wie in Irland, dann haben sie es einfach wiederholt. Und beim zweiten Mal ist es halt dann dafür ausgegangen. Und dann haben sie gesagt, jetzt war es aber die letzte Abstimmung. Also da sieht man, sehr demokratisch läuft das da nicht ab. Es gibt auch keine EU-weite Volksabstimmung. Die Frage war aber ein bisschen anders gestellt, nämlich wie schaut es aus mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker, die es ja auch in gewissen Ländern geben kann, wie beispielsweise die Schotten in Großbritannien oder die Katalanen in Spanien. Also ich bin für das Selbstbestimmungsrecht der Völker mit oder ohne EU. Mit oder ohne EU. Und wir werden Freiheit und Frieden nur dann bekommen, wenn ein Volk, das selbstständig sein will, auch selbstständig und frei sein kann. Also wenn versucht, irgendeine Zentralregierung in Madrid den Katalanern vorzuschreiben, wie sie heißen, wie sie arbeiten, wie ihre Währung sein wird, das wird nicht funktionieren. Und es wird auch nicht funktionieren, wenn die Zentralregierung in Madrid sagt, nein, ihr dürft keine Volksbefragung machen. Ich meine, das ist ja das Ende der Demokratie. Was ist denn die Demokratie? Das ist Volksbestimmung. Das Volk entscheidet. Volksherrschaft. Aber jedenfalls, das Volk bestimmt, welche Entscheidungen getroffen werden. Wir haben ja in Österreich auch eine ganz interessante Situation. In der letzten Legislaturperiode haben SPÖ, ÖVP und Grüne im Parlament dreimal gegen Volksabstimmungen gestimmt. Das heißt, im Parlament sitzen ja unsere Volksvertreter. Und unsere Volksvertreter haben entschieden, dass das Volk nicht entscheiden darf. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und um welche Themen ist es denn da gegangen im Parlament? Das war einerseits die Griechenland-Rettung. Die wurde nicht zugelassen. Keine Volksabstimmung zur Griechenland-Rettung. Dann ist es gegangen um die Änderung des Bundeshymnentextes. Ja, hat es einen Antrag gegeben? Rote, Schwarze und Grüne haben gesagt, nein, das Volk darf nicht über den Bundeshymnentext abstimmen. Müssen wir sich mal vorstellen. Immerhin soll man die Bundeshymne ja auch alle singen. Dann haben wir nicht abstimmen dürfen. Haben es geändert ohne Volksabstimmung. Und das Dritte war, was war das Dritte? Weiß ich jetzt gar nicht. Es hat nur einen dritten Antrag gegeben. Ja, Euro-Rettungspaket. Das dritte war Euro-Rettungspaket. Also man sieht, also mit oder ohne EU, wir haben auch ein ganz ein starkes demokratisches Problem. Wir haben in Österreich seit 20 Jahren keine Volksabstimmung mehr gehabt. Da sieht man auch, wie groß der Unterschied ist zur Demokratie in der Schweiz. In der Schweiz gibt es ja mehrere Arten von Volksabstimmungen. Da gibt es
einerseits die Möglichkeit, dass das Volk von sich aus Volksabstimmungen einleitet, wenn sie eine gewisse Anzahl von Unterstützungserklärungen zustande bringt. Andererseits gibt es die sogenannten Veto-Volksbegehren und Volksabstimmungen, wo jedes Gesetz, das das Parlament entscheidet, vom Volk beansprucht werden kann. Das heißt, die Politiker haben ziemlich viel Angst, dass sie was entscheiden, was nachträglich vom Volk dann wieder aufgehoben wird. Weil dann sind sie nämlich die Blamierten. Und schon alleine aufgrund dieser Keule, ja, dass eine Volksabstimmung nachher darüber kommen kann, bewirkt, dass die Gesetzesqualität eine ganz andere ist, eine viel bessere ist. Und ich glaube, wenn wir so eine Art, wenn wir solche Möglichkeiten hätten, dass das Volk auch selbst Volksabstimmungen initiieren kann, dann wäre das auch sehr hilfreich für unsere Demokratie. Also wir zum Beispiel als EU-Austrittspartei würden das für sinnvoll erachten, wenn 1% der Wahlberechtigten eine Volksabstimmung initiieren können. Andere Parteien sind 4%, es geht rauf bis 10%. Am restriktivsten ist die ÖVP, die meint, man soll 750.000 Unterstützungserklärungen sammeln, damit es eine Volksabstimmung gibt. 750.000. Sie müssen sich mal vorstellen, wie viel 750.000 Blätter Papier übereinander sind. Also das schaffen sie in 5 Jahren beim Sammeln. Österreich hat ca. 6,5 Millionen Wahlberechtigte. Das heißt, du kannst noch im Prinzip ja, fast zum 20% der Leute in ganz Österreich zum Glauben. Also sie wollen ein bisschen mehr, ich glaube 12% sind es oder. Also sie wollen so schwierig machen, dass man es erst nicht schafft. Und meines Erachtens, man sollte einfach keine Parteien mehr wählen, die nicht für ein faires Wahlrecht sind und die sich gegen Volksabstimmungen aussprechen. Also hallo, grüß euch. Mir hat das Gerede von Demokratie sehr gut gefallen. Und vor allem, dass sie so ein Verschwinden ist. Das sagt einer der gesunde Menschenverstand. Ich bin jetzt wirklich kein Experte und mehr als die Hälfte, was ich weiß, ist Herrensache. So, jetzt haben wir ein relativ kleines Land, Österreich. Und da wird eine Wahl für Politiker getroffen, die wiederum wollen das EU-Parlament und irgendwo, nur nicht da, werden dann die Entscheidungen getroffen. Ich habe da nur eine kleine Anekdote, das jetzt wirklich das einzige praktische Beispiel ist, das mit den Straßenstrichen. Die waren vorher gelb. Ja, wieso? Ja, weil Österreich oft eingeschneit ist. Und auf der Straße sieht man halt gelb noch besser als weiße Striche. Nicht? Und die haben sie uns weggetan, weil wir wollen ja EU-konform sein. Es muss ja alles immer schön gleich sein. Im Gleichschritt marschieren und lässig, jawohl. Und das ist doch wirklich weit weg von der Sinnhaftigkeit. Weil, ich sehe öfter beim Läubel, da gibt es noch ein paar gelbe Striche und dann denke ich mir, die waren gescheiter. So. Und je kleiner was ist, desto mehr hat doch der einzelne Einfluss, oder nicht? Wenn ich jetzt will, wenn ich diese 5 Minuten Demokratie lebe, oder vor 20 Jahren, wo ich noch gar nicht wahlberechtigt war, die letzte Volksbefragung war, wo verschwindet mein Einfluss? Nichts, der ist weg. Das heißt, über die Politik kann man vielleicht auf die Art und Weise, also das jetzt zum ersten Mal, also ich lese ja gar keine Zeitung mehr, das ist das erste Vernünftige, was mir jetzt einmal so ins Auge gestochen ist. Und zu der Sache, da haben wir einen gehabt, der hat Opposition gespielt, das ist sehr sinnvoll, dass er sagt, was für Chancen hat Österreich jetzt, wenn es mehr austritt, wir werden ja wirtschaftlich überfahren. Aber was ist denn das? Das ist Recht des Stärkeren. Das ist totalitär, ist das. Und in unserer Verantwortung liegt es, dass wir uns da nicht unterjochen lassen. Der Gandhi ist auf kein Geldschein drauf. Aber der ist hergegangen und hat einfach gesagt, na, mit alles arme Leute, da war keiner groß und reich und sonst was. Und die haben trotzdem was bewirkt. So, das ist lang her und das war in Indien. Und wir hören in unserer Schulbildung davon. Das ist ja eigentlich inspirierend, ist das. Ja, und das war sehr speziell gewesen. Vielleicht ergänzen noch ein paar Sachen dazu. Der vielleicht noch was ergänzen dazu. Wir glauben ja, dass wir
ein EU-Parlament wählen, das dann entscheidet. In Wirklichkeit ist es so, dass dieses EU-Parlament, das wir wählen, fast nichts entscheidet. Die meisten Entscheidungen trifft nämlich die EU-Kommission und die wird nicht gewählt von den Bürgern. Das heißt, wir wählen ein Gremium, das gar nichts entscheiden kann, und das Gremium, das entscheiden kann, das ist gar nicht gewählt. Das ist die EU. Ich gebe euch ein gutes Beispiel. Das Verbot der Glühbirne. Da gibt es keinen EU-Parlamentsbeschluss dazu. Das hat die Kommission entschieden. Die haben einfach gesagt, na, jetzt kommen die diese Giftlampen da, die Quecksilberdampflampen. Ja, aber sie sind giftig. Die Glühbirnen waren nicht giftig und die Halogenlampen sind auch nicht giftig. Also warum muss ich da jetzt irgendwelche Quecksilberdampflampen oder Energiesparlampen, ja, die haben ja Quecksilber drinnen, warum muss ich die verwenden? Also jedenfalls, die EU ist nicht demokratisch. Wirklich, überhaupt nicht demokratisch. Das ist ein Lügengebäude sondergleichen. Sie gaukeln uns vor, dass wir Demokratie hätten, haben wir aber nicht. Ich darf euch vielleicht ein paar Insider-Sachen erzählen zu der ganzen EU-Wahl. Wir haben beim Verfassungsgerichtshof eine Wahlanfechtung gemacht. Aus sehr vielen Gründen. Aber die wichtigsten Gründe möchte ich nennen. Im EU-Recht war es so, dass für die EU-Wahl genau 4 Tage vorgesehen waren. Donnerstag bis Sonntag. 4 Tage. Also innerhalb dieser 4 Tage musste in allen EU-Mitgliedsländern gewählt werden. Was hat Österreich gemacht? In Österreich hat man schon 4 Wochen vorher mittels Briefwahl wählen können. Man hat schon vor Beginn der Wahlzeit in Österreich wählen können. Also sind wir zum Verfassungsgerichtshof gegangen und haben uns beschwert, dass die Wahlzeit nicht eingehalten wurde. Und zwar, dass das ein Verstoß gegen EU-Recht ist. So, jetzt könnte man glauben, dass der österreichische Verfassungsgerichtshof das vielleicht als rechtswidrig aufhebt. Aber was hat er gesagt? Naja, weil sonst gäbe es ja keinen Briefwahl. Es ist zwar EU-widrig, ja, also sie haben gesagt, ja, also im Gesetz steht es anders drinnen. Es ist EU-widrig, aber sonst hätten wir ja keinen Briefwahl und der Briefwahl muss geben, also ist genehmigt. Ja? Oder noch ein Schmankerl, ja? Bei dieser ganzen Wahlanfechtung, wir hatten nicht vollständige Akteneinsicht in diesen Wahlakt. 10 Dokumente wurden ausgenommen. Ja, was ist denn da so Geheimes dran, dass ich als wahlwerbende Partei nicht Einsicht nehmen darf in Dokumente, die Wahl betreffen? Da geht es ja nicht um irgendwelche Staatsgeheimnisse, da geht es nicht um irgendwelche militärischen Geheimnisse, gar nichts. Es geht um eine Wahl. Also nicht einmal eine vollständige Akteneinsicht haben wir bekommen. Oder anderes Beispiel. Wir haben gefordert, dass die Höchstrichter ihre Parteimitgliedschaften bekannt geben. Weil nämlich aufgrund dessen ja gewisse Unvereinbarkeiten und Befangenheitsgründe sichtbar werden. Haben sie nicht gemacht. Das haben die Höchstrichter nicht gemacht, die über unsere Grundrechte entscheiden. Die über unsere Grundrechte entscheiden, sind selbst nicht in der Lage, nicht willens, ihre Nebenbeschäftigungen bekannt zu geben. Wir wissen nicht, von wem die finanziert werden. Wir wissen nicht, welche Parteimitgliedschaften haben, welche Abhängigkeiten haben und gar nichts. Also das ist ja skandalös ohne Ende. Meines Erachtens ist es auch notwendig und unverzichtbarer Bestandteil der Demokratie, dass es eine Gewaltentrennung gibt. Und zwar nicht nur am Papier, sondern auch in der Realität. Dass nämlich die Gesetzgebung, Legislative, dann die Staatsverwaltung, Exekutive und die Judikative getrennt arbeiten. Dazu ist es aber auch notwendig, dass sie getrennt gewählt werden. Derzeit ist es so, wir wählen den Nationalrat und der Nationalrat bestimmt dann, wer die Bundesregierung ist und bestimmt dann, wer die Höchstrichter sind. Ja, wie sollen denn die Höchstrichter dann die Koalition kontrollieren, wenn sie von denen eingesetzt wurden? Das kann ja nicht funktionieren.
Wir brauchen für alle drei Gewalten eigene Wahlen, eigene Volkswahlen. Nur dann sind die auch wirklich unabhängig voneinander. Naja, was hat es bei dieser Wahl noch gegeben? Der Stimmzettel war eigentlich auch ungültig. Ihr habt das sicher noch in Erinnerung, da hat es eine Zeile gegeben, die war überhaupt leer. Mittendrin am Stimmzettel haben sie einfach eine Zeile leer lassen. Dann beispielsweise, die Reihenfolge hat nicht gepasst, weil das BZÖ ist ja unter ganz anderen Voraussetzungen angetreten als damals und auch beim Team Hans-Peter Martin, das hat sich ja aufgelöst und also nicht einmal dort wurden die Minimalkriterien erfüllt und trotzdem der Verfassungsgerichtshof hat alle Beschwerdepunkte einfach abgewürgt. Wirklich einfach abgewürgt. Es hat auch keine öffentliche Verhandlung gegeben. Da sieht man, wie weit unsere Demokratie eigentlich schon abgeschafft ist. Ja? Sie haben schon so viel Angst, dass sie nicht einmal mehr ein öffentliche, mündliche Verhandlungen mehr abwickeln, damit sich das einmal jeder anhorchen kann, was dafür spricht und was dagegen spricht. Also meines Erachtens, die EU hat eine große Chance gehabt. Wir haben ja, die meisten von uns haben ja einen großen Vertrauensvorschuss gegeben. Sie hat diesen Vertrauensvorschuss wirklich komplett verspielt und sie verspielt ihn tagtäglich. Es wird immer schlimmer. Meines Erachtens ist es wirklich ganz dringend notwendig, dass Österreich und auch andere Länder aus der EU wieder austreten, dass wir zurückkehren zu einer Selbstbestimmung. Und diese Selbstbestimmung für Österreich bedeutet, dass eben das Volk wieder die Gesetze mitbestimmen kann und nicht nur zwei Parteisekretariate entscheiden. Und in Brüssel ist es nämlich auch so, wisst ihr, wie viele Lobbyisten es gibt in Brüssel? Was sind die Schätzungen, wie viele gibt es? Also liegen zwischen 10.000 und 30.000. Gute Zahl, die ich kenne von dem Kinofilm, 15.000 Lobbyisten. Jetzt rechnet es einmal um, 15.000 Lobbyisten auf 750 Abgeordnete. Das heißt, jeder Abgeordnete wird von 20 Lobbyisten betreut. Muss man sich einmal vorstellen, 20. Und die sitzen nicht umsonst dort. Die wollen ja Geschäft machen, die wollen nicht ein Verlustgeschäft machen, sondern Gewinne. Das heißt, für die Firmen rechnet sich das auch noch, dass sie dort die 20 Lobbyisten pro Abgeordneten hinsetzen. Also daran könnt ihr schon erkennen, dass das keine Volksherrschaft ist, dass das keine Demokratie ist, so wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben und gewünscht haben. Small is beautiful. Kehren wir zurück zu den kleineren Einheiten, reduzieren wir die Komplexität auf einen Grad, den wir selbst wieder überschauen können und beeinflussen können. Deshalb raus aus der EU. Und dann ist natürlich auch in Österreich wirklich sehr viel zu tun, damit wir wieder eine funktionierende Demokratie haben. Und die Probleme sind aber, muss man auch dazu sagen, nicht nur auf der Regierungsseite sehr groß, sondern vielleicht habt ihr gestern die Sendung im Zentrum gesehen über das Team Stronach. Also da geht es ja auch einigermaßen drunter und drüber. Es gibt auch bei den Oppositionsparteien offensichtlich große Schwierigkeiten. So, und jetzt, wir haben erst vor einem Jahr Nationalratswahl gehabt. Jetzt müssen wir die noch 4 Jahre durchfüttern, ja? Weil die haben nämlich die Legislaturperiode von 4 auf 5 Jahre verlängert. Das heißt, es ist gar nicht möglich, mit einer relativ baldigen Wahl die wieder abzuwählen. Die haben Narrenfreiheit 5 Jahre lang. Die können machen, was sie wollen, kassieren, was sie wollen. Keine Möglichkeit, die da aus dem Amt wieder rauszuholen bis zu den nächsten Wahlen. Also ich glaube, auch für die Demokratie ist wieder gut, wenn die Legislaturperiode auf 4 Jahre verkürzt wird, weil das ermöglicht einen viel höheren Grad an Kontrolle durch das Volk. Gut, wir sind hier bei der Friedensmannwache in Klagenfurt. Gibt es noch Fragen? Gibt es noch Wortmeldungen? Wir sind ja mittlerweile, glaube ich, auf, wie viel sind wir da jetzt, zu über 30? Bitte.
Ich glaube, es ist ganz wichtig. Ich begrüße euch übrigens auch zu 28. Montags haben wir nicht in Klagenfurt, weil wir Magister Marschall schon da haben. Vielleicht noch ein paar Worte zum Euratom-Vertrag. Ja. Naja, also wir als EU-Stopp, und EU-Austrittspartei, also wir sind ganz klar für den Ausstieg von Euratom. Erstens gibt es in Österreich einen Atomsperrvertrag. Der muss eingehalten werden, das ist ein bestehendes Gesetz. Zweitens, Euratom kostet Österreich 40 Millionen Euro im Jahr. Wofür zahlen wir das? Jetzt in der EU werden, also ich glaube, 40 neue Atomkraftwerke sind geplant, bin mir nicht ganz sicher. Großbritannien kriegt Subventionen für dieses Hinkley Point. In Ungarn wollen sie zwei bauen, in Tschechien wollen sie wieder welche bauen. Und wir finanzieren das auch noch mit unserem Steuergeld, ja, obwohl wir das ja überhaupt nicht wollen. So, und jetzt wird's ganz kurz noch, wenn Sie mal zuhorchen. Ganz kurz noch, ich bin eh gleich fertig. Ja. Jetzt wird es aber noch spannender. Wenn man sich einmal anschaut, welche Parteien sind jetzt eigentlich für Euratom und welche sind für den Euratom-Ausstieg. Also, dass die SPÖ und ÖVP für Euratom ist, überrascht wenig, weil die sind ja für alles, was von der EU kommt. Was aber einige vielleicht doch überraschen wird, ist, dass die Grünen für Euratom sind. Die Grünen sind für Euratom. Und wisst ihr, warum die für den Euratom-Vertrag sind? Wisst ihr, warum die dafür sind? Weil wenn nämlich Österreich aus dem Euratom-Vertrag aussteigen würde, dann wäre das gleichbedeutend mit dem EU-Austritt. Und wenn man bei der EU dabei bleibt, dann muss man auch bei Euratom dabei bleiben. Also ganz oder gar nicht. Und da sagen die Grünen sogar, sie wollen nicht aus der EU aussteigen, dann nehmen sie lieber Euratom in Kauf. Unglaublich, oder? Unfassbar. Und sie können es auch, versuchen sie es im Internet nachzurecherchieren, versuchen sie offizielle Stellungnahmen von der Grünen Partei, ob Frau Klawischnik zu dem Thema zu finden. Versuchen sie das einmal. Das werden sie nicht finden. Oder was der ehemalige Obmann Van der Bellen, hat sich der dazu geäußert, sie werden nichts finden. In Wien hat auf Bezirksebene, ich glaube die Blauen haben einen Antrag gestellt auf Euratom-Austritt, haben die Grünen dagegen gestimmt. Also da geht es nicht nur ums Reden, sie stimmen auch dagegen. Und was mich allerdings von allen Abgeordneten im österreichischen Parlament enttäuscht, kein einziger Abgeordneter hat noch den Antrag auf Euratom-Ausstieg gestellt. Nicht einer. Kein einziger österreichischer Abgeordneter hat einen Antrag auf Euratom-Ausstieg. Also über einen EU-Austritt kann man ja streiten, ja, weil das ist für manchen zu weitgehend. Ja, aber wieso steigen wir nicht aus Euratom einmal im ersten Schritt aus? Wir sind nicht ausgestiegen. Österreich ist Teil dieses Euratom-Vertrages und wir zahlen 40 Millionen Euro im Jahr. Nicht nur für nichts, sondern für das, dass wir unsere Gesundheit und Umwelt gefährden. Ja. Also gut, wenn man beim Thema EU ist, das ist wirklich ein sehr langes Thema. Da gibt es so sehr viele Facetten. Ja. Ich würde sagen, versuchen wir noch ein paar Fragen zu nehmen zum Thema Neutralität vielleicht, oder welche Frage hätten Sie? Ah, TTIP, ja. Ja, stellen Sie die Frage. Ja, also ich wie schaut es aus mit TTIP? Ich nehme an, auch gleich mit TISA und CETA und ja, also wahrscheinlich sind, also aus unserer Sicht sind diese drei Abkommen dazu da, um die Globalisierung weiter voranzutreiben. Noch weiter, also die Konzerne sind die großen Gewinner. TTIP, das sind diese Investitionsabkommen, Investitionsschutzabkommen. Wobei geschützt werden wieder mal die Konzerne und nicht die kleinen und mittelständischen Unternehmen, schon gar nicht die Bevölkerung. Die wollen, dass ihre Investitionen geschützt sind. Und
Ja, es wird alles im Geheimen verhandelt, das ist das nächste Problem. Deshalb ist ja auch für die Gegner so schwierig, dagegen zu argumentieren, wenn vieles ja gar noch nicht bekannt ist. Aber vielleicht nochmal zurück zu diesen ganzen Investitionsschutzabkommen. Das Arge daran ist, dass wenn Österreich beispielsweise gewisse Sachen verbieten würde, Gentechnik, Atomkraftwerke, was auch immer, dann könnten die internationalen Konzerne dem Staat Österreich auf Schadenersatz klagen. Das heißt, wir müssten ihnen den ganzen Gewinnentgang zahlen, für das, dass wir das gar nicht wollen, was die da bei uns produzieren wollen. Ja? Das muss man sich mal vorstellen. Und dann würde man sich erwarten, ja, dass unsere Bundesregierung und die Regierungskoalition klipp und klar dagegen stimmt. Ja, was ist? ÖVP und SPÖ verhandeln weiter und weiter und weiter. Die werden dem auch zustimmen. Und der Juncker hat schon gesagt, also ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Unterstützungserklärungen waren es? 700.000 interessiert ihm nicht. Ja, das interessiert ihm nicht. Derjenige, der als Finanzminister von Luxemburg und als ehemaliger Premierminister den ärgsten Steuerskandal, wie soll man sagen, zu verantworten hat, nämlich der Gestalt, dass die Großkonzerne in Luxemburg nur 1% Steuer zahlen mussten. Und die haben natürlich alle Gewinne aus EU-Mitgliedsländern nach Luxemburg verlagert, damit sie nur 1% zahlen müssen. Und wir und die anderen Mitgliedsländer haben dadurch 0% bekommen. Null. Also das kann sein, dass ein Großkonzern wie IKEA weniger Steuern zahlt als irgendein mittelständisches österreichisches Unternehmen. Das ist durchaus möglich mit dieser Steuerpraxis. Nur jetzt, ich weiß gar nicht, wer das aufgebracht hat, dankenswerterweise ist ja das unter LuxLeaks, also Luxemburg Leaks, löchrig, ja, irgendwer hat diese Informationen veröffentlicht und aufgrund dessen bricht jetzt dieses ganze Luxemburger Steuermodell zusammen und natürlich, die wollten den schwarzen Peter nicht auf sich sitzen lassen, haben gesagt, naja, aber Moment, in den Niederlanden gibt es ja auch so ein Modell und jetzt tun sie sich gegenseitig anpatzen, wer nämlich noch so Schweinereien macht, ja. Also, ja, das ist gut, aber auf der anderen Seite muss man sich auch schon überlegen, 20 Jahre, was sind da an Milliarden Steuergeldern von den Konzernen eigentlich hinterzogen worden. Ja? Also es ist ja nichts anderes, ich meine, man kann es auch Steueroptimierung nennen, aber in Wirklichkeit ist es nichts anderes als eine Hinterziehung. Ja, vor allem Betrug am Bürger und Betrug an den anderen Steuerzahlern. Also, gut. Haben wir weitere Wortmeldungen? Es fängt schon leicht zum Regnen an, also ich glaube, wie? Ja, danke auch für die Einladung. Ich möchte euch noch einen Schlussappell mitgeben, auch wenn es derzeit aufgrund der ganzen politischen Umstände nicht sehr gut ausschaut. Ich bitte euch, glaubt an unsere Demokratie, glaubt an ein freies, selbstständiges Österreich und vor allem glaubt an den Frieden, dass Frieden in Europa möglich ist, und zwar Frieden aufgrund von Überzeugung und nicht aufgrund von Militärs. In diesem Sinne wünsche ich euch einen sehr friedlichen Advent und eine schöne Weihnachtszeit.